Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Magic! Willkommen auf Sascha's Magic Seite. Yeah! Bevor das Video hier beginnt, darf ich euch nochmal kurz was erzählen. Und zwar, schlagt mich nicht, es geht wieder um die App, die ich vom letzten Video vorgestellt habe. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Zu meinem Hilf mir Video geht es in der Infobox. Ich verlinke sie euch unten. Und die App parallel dazu auch. Nämlich, es ist eine Streaming-App. Ich glaube, ich bin die einzige Person, die diese App Streaming-App nennt, weil sie nicht so heißt. Es geht um die App Line Live. Diese ist einfach dazu da, um mit euch zu kommunizieren. Also ich werde diesen Abend streamen. Also wenn dieses Video hier rauskommt, werde ich um 19 Uhr streamen. Also das ist die App. Ich zeige sie euch gerne nochmal. Line Live. Yeah. Also auf jeden Fall habe ich hier mein Profil. Ich habe auch schon letztes Mal gestreamt. Oh mein Gott, ganz 80 Follower habe ich jetzt. Yeah. Ja, da bin ich. Guck dich an, ich bin so cool. Auf jeden Fall, das war mein Stream. Man kann sie sich noch nachträglich anschauen. Hi. Oh, man kann auch Herzen verschicken. Man kann hier kommentieren, man kann hier Herzen verschicken, man kann sich melden. Und ich werde heute Abend auch am Start sein, Leute. Also wenn ihr Bock habt, dann schaut doch bei meinem Profil vorbei. Sascha, ladet euch die App runter. Letztes Mal gab es nämlich ein paar Probleme, da ist sie nicht im Apple Store verfügbar, aber jetzt ist alles korrekt. Also folgt mir da gerne. Ich habe ein Video gesehen und zwar von Ness. Die Videos gibt es schon, aber ich habe Ness verfolgt. Grüße an dich. Jedenfalls hat sie ein Video gemacht und zwar meine Doppelgänger. Ach, ihr Video verlinke ich euch auch, ist okay. Jedenfalls fand ich das richtig cool, weil das einfach krass ist, wenn Personen einem ähnlich sehen. Ja, und deswegen dachte ich mir, dass ich das auch mache. Ich habe euch nicht dazu aufgefordert, sondern es werden mir immer viele Bilder zugeschickt, die dann, wo die Leute dann hinschreiben, hey, die sieht dir total ähnlich oder die sieht dir total ähnlich. Und diese Bilder habe ich genommen. Jedenfalls hoffe ich, dass ich jetzt nicht verklagt werde deswegen, weil ich ja die Leute nicht gefragt habe. Aber all die Mädchen, die ich hier einblenden werde, finde ich total hübsch. Und ihr seid hübsch und verklagt mich nicht. Ich war letzte Woche in der Ukraine. Ich habe da auch ein paar Videos gedreht. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr Lust hättet, das zu sehen. Auf jeden Fall habe ich so einen fetten Sonnenbrand bekommen. Oh mein Gott, hier an der Kamera sieht das ja noch viel schlimmer aus. Alter, ist das rot. Ich komme gar nicht auf klar. Die Sonne war gar nicht so stark. Okay, fangen wir mit der ersten an. Also mir wurde... Wie mache ich das jetzt eigentlich? Ich will die ja so einblenden. Ja, auf jeden Fall Vorbereitung ist alles. Nein, nein. Boah, Leute. Ihr glaubt es nicht. In dem Moment, wo ich den Tisch weggeschoben habe... Ne? Auf jeden Fall. In dem Moment, wo ich diesen Tisch weggeschoben habe, ist eine Kaffeekanne, ich wusste nicht mal, dass da noch Kaffee drin ist, ist die umgekippt und auf meinen weißen Teppich geknallt, der nicht mal mir gehört, sondern meiner Oma. Und ich fand ihn aber so schön. Und dann habe ich total den Schock bekommen. Und ich habe noch ganz schnell ein Foto gemacht. Nicht, dass ihr denkt, ich fake was hier. Aber ich wollte den gerade nicht zeigen, weil ich dachte, so scheiße, wenn ich das jetzt nicht rauskriege, dann tötet mich meine Oma, weil sie ein Videobeweis hat. Jedenfalls, ey, schaut euch das mal an. Katastrophe. Oh, hauptsache mein Fuß ist mit drauf. Oh, aber jetzt habe ich ihn ganz schnell zur Reinigung gebracht. Und Montag ist er fertig. Ey, ich habe gerade so meinen Schock. Ich habe direkt den Schock meines Lebens bekommen. Oh mein Gott, das hat mich so... Jetzt legen wir aber auch mal endlich los, würde ich sagen, ne? Wo blenden wir denn die Bilder jetzt ein? Ich würde sagen, wir blenden die hier ein. Hätte ich? Nein, schade. Also, mir wird oft gesagt, dass ich wie diese Perry Edwards von Little Mix aussehe. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, wie sie überhaupt aussieht. Deswegen ganz kurz googeln wir sie mal nach. Ah, okay. Finde ich gar nicht. Finde ich null. Und was mir auch oft geschrieben würde, dass ich wie eine, dass ich aussehe wie die Tochter von, Owen Wilson. Ja, Leute, es ist raus. Ich bin die Tochter von Owen Wilson. Nee, okay, aber legen wir jetzt endlich mit diesen Fotos los. Von irgendwelchen Mädchen, die ich nicht kenne. Ich fange mit dem harmlosesten mal an. Stabiler Body auf jeden Fall. Aber ich finde halt absolut null, dass sie mir ähnlich sehen. Keine Ahnung, ich sehe da absolut gar keine Ähnlichkeit. Ich verstehe auch nicht, also vielleicht ein ganz kleines bisschen. Ich versuche das mal nachzustellen. Nee, wow, das war die schlechteste Nachstellung ever. Bei diesem Bild dachte ich so, das war halt ein Witz und sie hat mir das geschickt, damit ich halt darüber lache. Aber mir ist dann auch ein bisschen aufgefallen, dass sie mir ein bisschen ähnlich sieht, vielleicht von den Augen her.
Oder vom Gesicht? Von der Nase auf jeden Fall nicht. Bei diesem Bild muss ich sagen, ja, ich finde, da besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Der Mund ist aber eher von Ness, finde ich. Also, wenn, dann wäre sie vielleicht so eine Mischung aus mir und Ness. Ich versuche das mal vielleicht ein bisschen nachzumachen. Nee, also ihr seht ja deutlich, dass das nicht meine Lippen sind. Meine Lippen sind nicht so, sondern so. Boah, ist mein Mund groß. Okay, oh, oh mein Gott, bei diesem Bild, ne? Ich dachte zuerst, das war ich, weil das sah richtig halt aus wie ich. Die Augenbrauen sind ein bisschen zu dick. Die Augenbrauen, die habe ich aber früher so getragen, das weiß ich noch ganz genau. Also man sieht das, man denkt so, das nur auf den ersten Blick und dann denkt man so, ach, jetzt sehe ich es, ist nicht sie. Aber da dachte ich auch so ein bisschen so, wow, hey, das bin ja ich. Wo ist das Bild her? Und dann dachte ich so, ja, okay, doch nicht ich. Bei diesem Bild, das habe ich überhaupt nicht verstanden, das hat mir aber Ness sogar geschickt. Das hier, also gar nicht. Gar nicht, keine Ahnung. Das fand ich krass. Alter, da war ich wirklich so, bin ich das? Also, das war wirklich so der erste Moment, so war wirklich so, boah, hä? Bin ich das? Dann habe ich natürlich gesehen, das bin nicht ich, weil die Nase von ihr ganz anders ist als meine. Meine ist ein bisschen anders. Aber das Gesicht, ich finde das Gesicht ist wirklich unnormal wie meins. Okay, die Ohren absolut nicht. Nee, finde ich persönlich meine subjektive Meinung. Wenn ihr das auch so findet, könnt ihr es mir gerne reinschreiben. Wenn nicht, dann nicht. Die Lippen sind auch nicht so wie meine, glaube ich. Aber wir haben auch dasselbe Kinn. Boah, bin ich hässlich von der Seite. Auf jeden Fall, oh, mein Kaffeebild schon wieder. Dann war das krasseste Bild auch noch das. Also, ich dachte wirklich so, hä? War ich da noch unter Narkose oder wann habe ich das genau gemacht? Ich dachte mir so wirklich so, was? Dann, wenn man aber näher hinguckt, sieht man, dass das Kind von ihr ein bisschen breiter ist auf jeden Fall. Also, ihr Kind ist irgendwie ein bisschen breiter. Aber ich finde, das sah mir schon irgendwie hardcore ähnlich. Ich habe das sogar meiner Mama gezeigt. Meine Mama hat auch gesagt, nein. Ja, die sieht dir aber richtig, richtig ähnlich. Schwester. Naja, aber ich finde das eigentlich noch so mit am heftigsten. Also ich finde das richtig, 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 richtig heftig. Das hat komplett meinen Kopf gefickt. Wirklich, das war so krass. Ich kam nicht darauf klar. Mehr Bilder habe ich jetzt auch nicht, Freunde. Das ist mein Dreckshaufen da. Ich bin ja gerade aus der Ukraine gekommen, deswegen liegt ja mein Koffer ja noch. Ja, es neigt sich jetzt dem Ende zu. Ich finde das Ende bei Videos immer so am schlechtesten, weil man immer so nicht genau weiß, was man sagen soll oder halt diese typischen Standardsprüche sind wie, gib mir doch einen Daumen nach oben und abonniert mich. Gesagt, getan. Hoffe ich doch, habt ihr gemacht. Alles klar, guys. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann macht das. Alles klar, Freunde. Ciao. Oh, ich zeige euch nochmal dieses Katastrophe. Mein Sofa hat übrigens auch was abbekommen. Nee. Hier. Ciao. Ist okay jetzt.